Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 6 Updates, einer neuen Karte und 22 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sascha für sein Abo. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates und zwar kommt das erste Update für den Fourragenette Futterschieber von Fred Modding und Robot Software. Downloadgröße 3,02 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Texturen verbessert. Der nächste Changelog gilt für die folgenden beiden Mods und zwar sagt der Changelog, Kompatibilität mit zukünftigen Paketen der Marke CSZ hinzugefügt. Und zwar ist die erste Mod, die dieses Update bekommen hat, das CSZ Gerätepack von Didi Mod Passion. Downloadgröße 8,63 MB in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für alle Plattformen. Und die zweite Mod, die dasselbe Update bekommen hat, ist das CSC Gerätepack Zusatzfunktionen, ebenfalls von Didi Mod Passion, Downloadgröße 0,71 MB, jetzt in der Version 1.3 und ist für PC und Mac. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson 5700M in der 12x12 Version von KRKZ Modding, Downloadgröße 10,36 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Radkonfigurationen wurden angepasst, originale Radgewichte verbaut, Isaria Pro Sensoren hinzugefügt, erfordert Precision Farming DLC. Das nächste Update kommt für die Karte Q-Farm, die kommt von Abt Frankie, Downloadgröße 146,63 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, ich habe eine größere Grasfläche neben den Kühen hinzugefügt, alle Büsche können entfernt werden, ich habe meinen PDA aktualisiert, ich habe den Kühen einen Teleskoplader und einige Ballen hinzugefügt, ich habe der Farm und den Lämmern 2 weitere Ackerflächen hinzugefügt, ich habe sogar ein paar Dinge an den Spezialmaschinen repariert, die zum Aufnehmen von Kartoffeln und Futterrüben benötigt werden. Auch für Konsolen-Release. Irgendwie kommen diese Changelogs und Beschreibungen von ABT Frankie immer ein bisschen komisch rüber. Diese soll nun jetzt auch für den Konsolen-Release sein, aber die Karte ist nach wie vor nur für PC und Mac. Das letzte Update für heute kommt für die Karte Goldcrest Valley von Celobuki, Downloadgröße 148,89 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, alle Farmländer können jetzt gekauft werden. Ein neuer Spielstand ist nicht erforderlich. Dann kommen wir zu der neuen Karte und zwar ist dies die Lapacho Farm und ich bin extrem verwirrt. Die Karte kommt von Zero Oito, Downloadgröße 457,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, die bekannte Estancia Lapacho Karte wurde komplett neu aufgebaut, wobei das gleiche Layout mit einem anderen Stil beibehalten wurde. Diese in der Platinum Edition für FS17 eingeführte Karte mit über 30 Feldern kann jetzt im Landwirtschaftssimulator 22 gespielt werden. Viel Spaß! Was ist enthalten? Eine Stadt, Zug, Produktionsketten, BGA, großer Wand, Sammlerstücke, Fahrzeuggeschäft, 60 käufliche Gebiete, 35 Felder und alle Standardfunktionen. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier beim Händler raus und ich muss voraussetzen, dass ja im Prinzip die Estancia Lapacho Karte mit großer Wahrscheinlichkeit in Brasilien spielen soll oder zumindest in Südamerika. Also eine alpine Karte ist es definitiv nicht. Wenn ich hier mich umschaue, kommt es mir sehr alpin vor. Aber zumindest hier, der Händler ist extrem schön gemacht, also sehr, sehr, sehr gut und schön dekoriert. Sehr extensiv dekoriert ist es hier. Wir können die Hallenbeleuchtung natürlich anschalten. Hier ist die Werkstatt. Und hier kann man natürlich auch rein und rausfahren. Ja, also das ist der Händler hier. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch so eine Überladestelle. Und wir haben hier auch schon unser Collectible. Und das bringt schon mal 1000 Euro in unsere Kasse. Das ist die Karte. So schaut diese auf dem PDA aus. Wenn wir als neue Farmer starten, dann haben wir
hier zentral diesen Hof. Das ist die Hoffläche hier plus das Feld 1 und das Feld 35. Das Feld 1 hat eine Fläche von 1,35 Hektar und das Feld 35 ist ein bisschen kleiner. Die Feldgrößen insgesamt gibt es auch ein paar Zellengrößen, die 0,5 oder 0,6 Hektar groß sind. Dann gibt es die großen Parzellen, die großen Felder, die haben dann eine Fläche von ca. 6 bis 7 Hektar Fläche. Die Parzellen können etwas größer sein, je nachdem, ob da Wald drauf ist oder ein Feld. Die Feldformen sind sehr quadratisch praktisch gut gemacht. Und wir gehen jetzt erstmal zu unserem Bauernhaus, also zum Farmhaus, wo wir wohnen. Und wer die Estancia La Pacho gespielt hat im 19er, der weiß, dass hier ein riesengroßes, schönes, feudales Haus gestanden hat. Hier ist auch da drüben ist wieder noch der dekorative Flieger da. Hinten haben wir das Silo stehen. Und bei der 19er Version war das eine riesengroße, schöne Villa. Hier ist es das Haute Belleron Farmhaus. Hier ist wie gewohnt der Pool, der hinten in dem Haus ist. Und da hat sich wirklich einiges verändert. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, dass es besser geworden ist. Ich finde, es sieht nicht sehr brasilianisch aus. Für mich sieht es sehr alpin aus hier. Sehr grün. Die Estancia La Pacho ist mir ja dann damals aufgefallen, weil sie damals richtig schöne rote Erde hatte. Und die ist definitiv das Flair von Brasilien oder Südamerika besser übertragen konnte. Zumindest für mich. Wir machen eine ganz kurze Hoftour. Hier haben wir einiges an Equipment schon stehen. Wir haben hier eine Halle und mit einem Unterstand hier. Wir haben noch mehr Equipment. Wir werden das Equipment im Einzelnen dann gleich mal ansehen. Hier haben wir eine weitere Halle. Wir haben auch hier in dieser Halle noch etwas mehr an Maschinerie stehen, und zwar ein Drescher, und wir haben hier zwei Case-Traktoren. Zusätzlich haben wir hier einen Kuhstall mit seinem Misthaufen, und dieser Kuhstall ist schon bestückt mit 60 Kühen. Hier haben wir auch noch unser Durchfahrsilo. Wie gesagt, hier befinden sich 60 Kühe von 80, die reinpassen. Also man hat sofort etwas zu tun. Zumindest haben sie schon Nahrung und sie haben auch schon etwas Milch produziert. Stroh und Gülle ist auch schon da. Das heißt, man startet hier nicht mit leeren Händen. Hier drüben ist wie gewohnt das Silo. Zwei Millionen Multifrucht und ist leer. Dann haben wir hier drüben nochmal eine Halle, die zu uns gehört, und hier steht ein Messi drin und noch ein paar weitere zusätzliche Gerätschaften. Wir haben hier auch stehen Flüssigdünger, Pflanzenschutzmittel, jeweils vier IBC-Tanks voll. Dann haben wir hier unseren dekorativen Flieger. Hier haben wir einen Pickup drin stehen. Ja, das war schon mal kurz der Rundgang um die Farm hier. Wir haben überall sehr viel und schönes Dekorationsmaterial. Ich habe hier einen Brunnen. Ich weiß aber nicht, ob man den nutzen kann. Wir schauen uns mal den Aussaatkalender an. Und das ist der Standard-Aussaatkalender. Keine Zusatzfrüchte. Und aufgrund des Aussaatkalenders ist die Sekate auf der Nordhemisphäre abspielend. Es ist also, wenn es jetzt brasilianisch sein sollte oder südamerikanisch, dann ist hier der Aussaatkalender falsch. Wir schauen uns mal an, welche Produktionsstätten verbaut sind, und fangen natürlich hier oben mal an. Und zwar haben wir hier das Sägewerk, wir haben hier die Zuckerfabrik, wir haben die Spinnerei, wir haben auch die Getreidemühle, die Traubenverarbeitungsanlage, die Käserei, wir haben die Schneiderei, die Molkerei, die Bäckerei, die Müslifabrik, die Schreinerei, die Ölmühle. Des Weiteren schauen wir uns an die Ladestationen. Da haben wir hier eine Tankstelle. Das ist ein Treibstofftank, der steht bei uns auf dem Hof. Wir haben den Misthaufen.
Dann haben wir hier die Kalkstation, eine Tankstelle. Wir haben hier auch noch eine Kalkstation und auch noch eine Tankstelle. Noch eine Kalkstation hier unten. Das wäre auf jeden Fall das, was an Ladestationen da ist. An Abladestellen haben wir den GHC-Getreidespeicher. Dann haben wir hier Zugstation Nord. Dann haben wir hier Zugstation Eisenbahnsilo. Dann haben wir hier die Zugstation Süd. Und wie gesagt, hier der Getreidespeicher, das ist also eine Ringlinie hier. Zusätzlich zu denen gibt es die Pizzeria, ein Restaurant, ein Supermarkt, ein Fastfood-Restaurant, der Getreideexporteur, dann haben wir den Gesteinbrecher, Biomasse-Heizkraftwerk, den Bauernmarkt, den Viehmarkt und unser Silo, das natürlich zum Hof gehört. Des Weiteren haben wir hier noch auf verschiedenen, haben wir hier die Zugmietpunkte. Das ist 1, 2, 3, 4 Punkte, wo wir den Zug mieten können. Der Zug wird hier schon auch noch eine Rolle spielen. Dann haben wir unser Farmhaus hier. Wir haben hier unten die Werkstatt. Dann haben wir den Viehmarkt und den Händler haben wir hier. Wir schauen uns mal die Gerätschaften an, die zu der Farm gehört, wenn wir als neue Farmer starten, und das ist jede Menge. Wir haben einen Kompakttraktor, haben den Maxum CVX 145, dann haben wir den MF 6718, dann haben wir den großen Magnum 400 Powerdrive, wir haben einen LKW, wir haben einen Axial Flow 7150 Mähdrescher mit Schneidewerk und Maispflücker. Und sogar dem Transportwagen für das Schneidewerk. Dann haben wir einen Pickup. Wir haben den Anhänger 3 in einem von Krampe. Dann haben wir einen Steinsammler. Wir haben einen Pflug. Wir haben eine Scheibenecke. Wir haben eine Sämaschine. Wir haben eine Düngespritze. Einen Düngestreuer haben wir einen. Und dann haben wir noch einen Dünger- und Kalkstreuer. Dann haben wir ein großes Mähwerk. Einen Ladewagen. Eine Ballenpresse. Einen Flüssigkeiten-Tankanhänger, dann haben wir einen Tiertransportanhänger, wir haben einen Frontlader von Quickie, wir haben einiges an Equipment für den Frontlader, die Palettenkabel, Universalschaufel und den Ballenspieß und noch ein paar Gewichte. Das ist also sehr, sehr ausgiebig, was hier an der Farm zu bieten ist. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf einen Rundflug. Und ihr könnt also selber sehen, also für mich wirkt das null südamerikanisch. Überhaupt nicht. Das ist für mich in Erlengrad oder irgendwo in der Alpenlandschaft zu Hause. Hier unten haben wir gerade gesehen, der Zug, der einfach hier einmal rund um die Karte fährt. Die Felder sind ziemlich helferfreundlich, weil sie nicht unbedingt die organischen Formen haben, sondern sehr quadratisch und praktisch gut. Also es gibt hier schon ein bisschen andere Ecken als nur den rechten Ecken. Für eine alpine oder mittelländische Karte würde ich das gelten lassen. Auch haben wir hier eine Burg, die soll auch brasilianisch sein. Dann gibt es hier einen Stadtteil, der sieht für mich sehr französisch aus. Dann gibt es einen Stadtteil, der sieht mir sehr nach Erlengrad aus. Ja, es sind einfach die Standardgebäude verwendet worden. Muss ich sagen, gefällt mir jetzt nicht unbedingt als Karte, weil es einfach so ein Stilmisch ist und ich nicht wirklich weiß, wo ich bin. Der Verkaufskatalog ist komplett. Hier können alle Früchte plus Produktionen aus den Produktionsstätten verkauft werden. Also hier ist komplett durchgedacht worden. Es gibt natürlich auch noch eine verbaute kleine Biogasanlage, die man kaufen kann, wenn man denn so spielen möchte. Die ist hier drüben, das ist die Biogasanlage. Der GHC-Getreidespeicher ist nur mit dem Zug erreichbar. Also es gibt hier keine Möglichkeit, oder zumindest habe ich jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, hier mit dem Auto oder mit dem Lastwagen herzufahren. Das ist definitiv Fehlanzeige. Das kann also nur mit dem Zug beliefert werden. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Gebt mir doch euren Kommentar dazu, ob ihr diese Karte als brasilianisch oder südamerikanisch akzeptieren würdet. Ich finde es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir weiter mit der ersten neuen Mod. Die erste neue Mod heißt Lizard Warrior Plus von Raul I. Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 12,68 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieser LKW mit einer standardmäßigen Leistung von 460 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 440 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 13,8 Tonnen und kostet 87.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokian. Die kurze Kabine kann geändert werden, und zwar niedriger Stoßfänger, dann hohe Stoßstange, niedriger Stoßfänger und Spiegel, hohe Stoßstange und Spiegel und wieder zurück zum niedrigen Stoßfänger. Was ich hier komisch finde, ist, dass wenn ich hier durchgehe, plötzlich die Lichteinstellungen sich verändern. Dann Vinyl, das ist die Dekoration, gibt es einmal mit Vinyl 1 und ohne Vinyl. Also ich finde das ziemlich gelungen hier. Motorenausführung haben wir die Warrior mit 460 PS, die Warrior Plus mit 550 PS und die Warrior Doppel Plus mit 655 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Palette hier und betrifft natürlich die Grundfarbe. Die Designfarbe kann geändert werden, auch aus derselben Palette und betrifft die Dekoration hier. Die Innenfarbe kann natürlich auch angepasst werden und spricht für sich. Die Vinylfarbe kann natürlich auch geändert werden und wird natürlich entsprechend bunt. Und die Felgenfarbe kann aus dieser Palette hier ausgewählt werden. Also wir sehen, ein Navigationssystem ist eingebaut, ist natürlich nicht funktionell. Das Schaltheben ist nicht animiert. Okay, das ist das Horn, man hört es kaum. Ich mach mal den Motor aus. Dürfte ein bisschen lauter sein. Das ist der Motor. Man kann die Kupplung nach vorne oder hinten ziehen. Und man kann die Türen öffnen, und zwar immer beide gleichzeitig mit dieser Bewegung hier. Die nächste neue Mod heißt Renden Bulk Carrier Airline von Eric Isaac und AgroMods. Downloadgröße 24,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit drei verschiedenen Anhänger-Kipper. Wir haben den 2-Achsen-R-Line, der kommt mit einem Ladevolumen von 25 Kubikmeter, wiegt 10,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 11,5 Tonnen und kostet 65.000 Euro. Die Konfiguration kann vergrößert werden von 25.000 zu 30.000 zum Ballenwagen 2, zum Ballenwagen 3 und zurück zum Standard. Die Reifenhersteller gehe ich hier nur einmal klickig durch hier. Das ist nicht zu erkennen, welche Reifen das sind. Dann gibt es die Gummikotflügel hinten, langer Schmutzfänger oder kurzer Schmutzfänger. Raddesign gibt es nein. Radkappen, Radkappen plus Luft oder nein. Die Wölbung gibt es natürlich hier auch, ja oder nein. Seitenschutz kann auch hinzugebaut werden, ja oder nein. Deko-Zusatzbeleuchtung ist auch zu haben, und zwar hier hinten. Beleuchtungsdesign kann gewählt werden, halber Balken 2, Standard und wieder zum halben Balken. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der großen Farbpalette hier und betrifft natürlich den Body. Fahrgestellsfarbe ist natürlich klar, Kotflügel ist auch klar, Abdeckung ist natürlich auch klar, was das bedeutet, und die Felgenfarbe ist natürlich die Felgenfarbe. Dann gibt es den Bulk Carrier Airline, und zwar ist das dieser hier. Der kommt mit einem Ladevolumen von 45 Kubikmeter, wiegt 12,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 22,8 Tonnen und kostet 85.000 Euro. Die Kapazität kann hier erweitert werden von 45.000 zu 50.000 zum Ballenwagen 2, 3 und zurück zu Standard. Alles andere bleibt sich genauso, wie wir schon gesehen haben. Da gibt es also keine anderen Konfigurationsmöglichkeiten, weshalb wir gleich zum letzten weitergehen. Und zwar ist das der LSR-Line. Der kommt mit einem Ladevolumen von 48 Kubikmeter, wiegt 12,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 25,8 Tonnen und kostet 90.000 Euro. Die Kapazität hier kann erweitert werden auf 53.000, dann auf Ballenwagen, Ballenwagen, Ballenwagen und zurück zum Standard. Auch hier gelten dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Alpha 2.1. Dieser kommt von Kopi. Downloadgröße 4,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt diese Scheibenecke mit einem Gewicht von 475 Kilo, braucht 55 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,1 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 4.200 Euro. Die Nachlaufwalze kann entfernt werden, ja oder nein. Dann gibt es die gekerbte Randscheiben, dann die einfachen Scheiben. Die Aufkleber können getauscht werden von Ja zu Nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Trailed Lifter, kommt von Pepe978, Downloadgröße 3,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Lifter mit einem Gewicht von 465 Kilo und kostet 7.500 Euro. Die Reifenversionen hier gibt es Standard, Straßenräder, Breitreifen, breite Straßenräder und zurück zu Standard. Dieses Teil ist gedacht für Traktoren, die kein Dreipunkt haben. Da kann man dieses hier anhängen und dann kann man auch eben Dreipunkt-Equipment aufnehmen. Wir kommen zum MacGrain Transportpaket. Das kommt vom BSC Bühler, Downloadgröße 45,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es den in zwei Ausführungen. Einmal den RS700L 6x4. Der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 105 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,7 Tonnen und kostet 50.000 Euro. Wow, wie günstig. Design kann gewählt werden, Design 1 und Standard, das heißt also einen Zierstreifen. Auspuff kann gewählt werden zwischen Einzel, Doppel und zurück zum Einzel. Motorenausführung gibt es die 700L ENDT mit 500 PS. Dann gibt es die 700L mit E9 650 PS und zurück zur ersten Version. Die Reifenvarianten klicke ich einfach mal kurz mal durch. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette. Die Designfarbe kann natürlich aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft die Motorhauben oben. Und die zweite Designfarbe betrifft den Zierstreifen. Ja, das ist dieser LKW hier. Dann gibt es den Getreidetransporter 700L. Die Leistungsmerkmale sind überall dieselben. Ladevolumen für das Erntegut liegt bei 20,4 Kubikmetern, wiegt 10,7 Tonnen, maximales Zuladegewicht 15,3 Tonnen und kostet 60.000 Euro. Wie gesagt, sind auch hier die Konfigurationsmöglichkeiten identisch mit dem, was wir bereits gesehen haben, außer diese eine Designfarbe, das ist natürlich die hier hinten. Dazu gibt es einen Anhänger, den kann man hinzuhängen, hat ein Ladevolumen von 20,4 Kubikmeter, wiegt 4,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 22,9 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenvarianten sowie die Farboptionen haben wir schon gesehen. Dann für den ersten gibt es natürlich noch den Sattelauflieger, das ist der hier, kommt mit einem Volumen von 35 Kubikmeter, 6,6 Tonnen ist das Gewicht, maximales Zuladegewicht 29,4 Tonnen und kostet 27.500 Euro. Auch hier haben wir dieselben Reifen wie auch Farboptionen, wie schon gesehen. Das Cockpit sieht richtig schön aus. Wunderbar, schön. Hier abladen. Mal schauen, wie der sich hochkippt. Das ist perfekt. Können die auch noch die Abdeckung wegmachen natürlich. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hinten ganz aufzumachen, nicht nur mit dem Kornschieber. Das ist dann so und dann kippt das hoch. Wir kommen zum Lizard 56 Tieflader. Dieser kommt von Raul E. Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 5,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tieflader mit einem Gewicht von 6,8 Tonnen, kostet 25.000 Euro und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die ist also ziemlich erweitert. Die Designfarbe kann natürlich entsprechend von derselben Palette gewählt werden und betrifft die Zierstreifen hier. Dann die Felgenfarbe kann natürlich aus dieser Farbpalette gewählt werden. Und das war's schon zu den Konfigurationsmöglichkeiten hierzu. Wir kommen zu der John Deere 9000 E-Series. Diese kommt von Pote. Downloadgröße 16,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Feldhäcksler hier natürlich mit einer Leistung von standardmäßigen 770 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1500 Litern, 90 Liter für DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Speichervolumen für Siliermittel liegt bei 20 Liter,
wiegt 14,8 Tonnen und kostet 449.500 Euro. Das Entladerohr kann geändert werden vom kurzen Entladerohr zum mittleren Entladerohr und zum langen Entladerohr. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, BKT, Vredestein, Michelin und Trelleborg. Dann können die Rundumleuchten hier verändert werden von Normal zu Normal 2, LED und zurück zu Normal. Der Aufkleber hier hinten kann ausgetauscht werden mit einem grünen, einem grauen, einem gelben. Die Motorenausführung haben die 9700er Serie mit 770 PS, die 9800er Serie mit 870 PS und dann haben wir die 9900er Serie mit 970 PS. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden zwischen Grün und Schwarz. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Grün, Schwarz und Grau und die Felgenfarbe aus derselben Farbpalette. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem Game Changer, ich weiß es nicht. Und zwar ist das der Syntrack. Dieser kommt von ITS, Downloadgröße 58,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket hier mit enorm vielen einzelnen Elementen. Wir starten mit dem Syntrack Vorserie. Dieser kommt mit einer Leistung von 420 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 480 Liter, 45 Litern DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 12,7 Tonnen. Der Preis wuppige 320.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Standardadapter A, B, C und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Nokian Tyres. Die Pflegereifen können geändert werden, und zwar gibt es Breitreifen, Pflegereifen 2x3, Breitreifen 2x3 und zurück zum Vorhergehen. Kapazität kann verändert werden von Verkleidung zu Frachttransfer und zurück zu Verkleidung. Die Motorenausführung gibt es in der Version 60 km/h und einmal 80 km/h. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Designfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden und die Felgenfarbe kann aus der erweiterten Standardpalette ausgewählt werden. Dazu gibt es wirklich sehr, sehr verschiedene Anbauteile. Und zwar ist dies hier erstmal der Standardadapter. Der sieht so aus. Der wird wahrscheinlich hinten oder je nachdem vorne angehängt, wiegt 1,1 Tonne und kostet 18.000 Euro. Das Design kann geändert werden von nichts zu Steuerung, Steuerung und Kotflügel. Und zurück zu nichts. Dann gibt es eine Verkleidung, die kann weggemacht werden und wieder zurück. Die Hauptfarbe haben wir schon gesehen und die Designfarbe natürlich auch. Dann gibt es den Support Adapter. Das ist dieser hier, kommt mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen, kostet 21.000 Euro und das Design kann geändert werden. Steuerung plus Kotflügel oder nichts. Anhängerkupplung hier, Rad, Tele, Ladeaufnahme und zurück zu Standard. Dann haben wir den Lenkadapter. Dieser wurde speziell für die Arbeit mit Mähwerken entwickelt. Es erlaubt präzises Mähen selbst auf verwinkelten und schwierigen Flächen. Der kommt mit einem Füllvolumen für Luft von 5 Liter, wiegt 1,1 Tonne und kostet 14.000 Euro. Dann gibt es den Schwanenhalsadapter. Der wird dann hinten aufgebaut und damit kann man Anhänger mit dem Schwanenhalsvorrichtung manövrieren. Wiegt 400 Kilo und kostet 6.000 Euro. Dann gibt es den Elefantlader. Das ist eine Frontladeranrichtung oder Einrichtung, wiegt 2,7 Tonnen und kostet 33.000 Euro. Das Design kann hier verändert werden, mit oder ohne Verkleidung. Und dann der Ankopplungstyp kann geändert werden zum Radladeraufnahme und Teleladeraufnahme. Dann gibt es noch ein Multigewicht, das wiegt standardmäßig 800 Kilo und kostet 1.000 Euro. Das Frontgewicht kann erweitert werden zu 1.100, 1.400, 1.800, 2.400, 2800 Kilo Frontgewicht. Dann gibt es, der hinten aufgebaut werden kann, einen Düngestreuer mit einem Ladevolumen für Mineraldünger von 3000 Litern, wiegt 650 Kilo, hat eine Streuweite von 24 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 38.000 Euro. Das Design kann geändert werden und zwar mit dem Aufkleber Prototyp oder nicht. Dann gibt es den Salzstreuer, der kommt ebenfalls mit einem Volumen von 3000 Litern, 650 Kilo ist das Gewicht, 8 Meter ist die Streuweite, die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h und kostet 38.000 Euro. Das Design hier kann geändert werden mit dem Aufkleber Winterdienst, Springer oder nichts.
Die Designfarbe kann geändert werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft die Abdeckung. Dann gibt es einen Pneutank und zwar mit 2000 Liter Füllvolumen. Und zwar gibt es hier die Version Arcade. Das ist Zusatztanks erhöhen die Füllvolumen deiner Geräte. Dann gibt es den Pro. Zusatztanks erhöhen die Füllvolumen deiner Geräte mit dynamischem Gewicht und integriertem displaygesteuertem Drivelaner für starr angebaute Drilltechnik. Kommt wie gesagt mit 2000 Liter Füllvolumen für Mineraldünger und Saatgut. Wiegt eine Tonne, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und der Preis liegt bei 9500 Euro. Das Frontgewicht kann hochgeschraubt werden und zwar zwischen 0 Kilo und bis zu mit 250 Kilo. Dann gibt es noch die SL Pro und der hat noch einen eingebauten Ladekran, um das Befüllen des Tanks direkt steuern zu können. Hat dieselben Leistungsmerkmale wie der vorhergehende, deswegen gehe ich das nicht nochmal im Detail durch. Also es ist ein Baukastensystem hier, ein modulares System, das gefällt mir sehr gut. Ich werde mal versuchen, mal alle diese Teile kennenzulernen, mit denen zu arbeiten, ein bisschen zu testen. Und ja, ein weiteres System, das wirklich etwas ganz, ganz Neues ins Spiel bringt. Ähnlich wie der Lindner Unitrack und dieses Avant-Serie, die natürlich ebenfalls von ITS kommt. Wir kommen zum Lizard Plattform Anhänger. Dieser kommt von North Modding Company. Downloadgröße 9,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ballensammelanhänger oder Plattformanhänger mit einem Gewicht von 4,7 Tonnen. Nimmt Rundballen auf mit Durchmesser 125 bis 180 cm oder Quaderballen mit der Größe von 120 cm bis zu 140 cm. Der Preis 15.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf Autoload und zurück. Das Design kann geändert werden, Standard mit Aufbau oder ohne. Die Hauptfarbe kann aus dieser Farbpalette hier ausgewählt werden, ist ein bisschen erweiterte Standardpalette, die Designfarbe ebenso und betrifft die Kotflügel, dann die Designfarbe 2, kann natürlich aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft hier dieser hintere Teil hier. Und die Felgenfarbe versteht sich von selbst. Dieser Anhänger nimmt an, Rundballen 125 cm 34 Stück, 150 cm 26 Stück, Rundballen 180 cm 22 Stück, Quaderballen 120 cm 324 Stück, Quaderballen 180 cm 36 Stück, Quaderballen 220 cm 30 Stück und Quaderballen 240 cm auch 30 Stück. Ich glaube hier die Quaderballen 120 cm 324 Stück. Ich weiß nicht, ob das hier ein Tippfehler ist. Wir kommen zum Grimme SE260. Dieser kommt von Dazet. Downloadgröße 12,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kartoffelruder mit einem Volumen für Kartoffeln von 9,3 Kubikmeter, wiegt 9,2 Tonnen, braucht 110 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,80 m, 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 150.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum Silo Farmer Tambora 30. Dieser kommt von Universibo Modding, Downloadgröße 7,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Futtermischwagen, kommt mit einem Volumen von 30 Kubikmeter, wiegt 7,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 16,4 Tonnen und braucht 180 PS. Der Preis 73.800 Euro. Mit der rechten Maustaste kann die Abladeeinrichtung verschoben werden und mit der linken Maustaste hoch und runter kann die Anzeige verschoben werden. Also die Gewichtsanzeige kann entsprechend gedreht werden, gerade wo man steht. Also sehr, sehr praktisch. Selbst die Anzeige für, wenn man drin sitzt, das ist dieser hier, dann dreht sich also dieses Display entsprechend herum, so dass man es am besten sehen kann. Wir kommen zum PCH 2.5. Dieser kommt von Dimash 1523, Downloadgröße 2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, braucht 100 PS, Arbeitsbreite 2,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 3.930 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette. Dann kommen wir zum Gorenk Granoter 280. Dieser kommt von Wolfex Modding, Downloadgröße 3,36 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac.
Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 600 Kilo, braucht 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 5000 Euro. Das Design kann geändert werden auf mit Walze, mit Nivellierbrett oder beidem oder gar nichts. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Blau und Schwarz. Damit kommen wir zum Lizard 2017 Pickup. Dieser kommt von Agrotron Modding, Downloadgröße 8,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pickup mit einer Leistung von 300 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Liter, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,4 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Ladefläche kann geändert werden von Pickup zu Tieflader und zurück. Bullenfänge können hinzugebaut werden, 1, 2 oder kein. Lichtbalken gibt es einmal hier, das ist mal 1, dann 2 bedeutet hier oben. Und 1 und 2 bedeutet natürlich, dass beide da sind. Pickup, Ladefläche, Überrollbügel, nein oder ja. Pickup, Ladefläche, Erweiterung, ja oder nein. Dann bei der Option Tieflader gibt es die Ladeflächenbeleuchtung. Und da ändern wir jetzt zum Tieflader. Und dann gibt es hier die Beleuchtung. Das ist dann diese Schiene hier oder nein. Die Reifenvarianten klicke ich einmal kurz durch. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die Felgenfarbe kann ebenfalls gewählt werden aus der Standardpalette plus den metallischen Look. Wir kommen zum kleinen alten Anhänger. Dieser kommt von Game Master, Downloadgröße 7,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem standardmäßigen Volumen von 4 Kubikmeter, wiegt 2,5 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 21,5 Tonnen und kostet 16.000 Euro. Das ist ja ein Monster. Konfiguration gibt es mit Aufbau, Ballenwagen und zurück. Wir kommen zum Prinot Raptor Pack von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 7,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit zwei Einheiten, einmal den Raptor 300 an sich, das ist dann dieses hier. 275 PS hat dieser standardmäßig, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 360 Liter, 26 Litern DEF, 8 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 16,4 Tonnen. Der Preis 275.000 Euro. Dann gibt es die Motorenausführung, den 300 mit 275 PS und den 300 mit 435 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, was HR Forst und Fahrzeugbau angeht. Die Fahrgestellfarbe natürlich auch und die Sitzfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es hierzu noch den M650. Das ist eine Mulchfräse, damit man die Baumstümpfe entfernen kann. Wiegt 2,9 Tonnen. Braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,3 Metern, 6 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 41.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Farbpalette von HR Forst und Fahrzeugbau und die Designfarbe natürlich ebenso. Die nächste neue Mod heißt Erweiterte Finanzen, kommt von Team LTW, Downloadgröße 14 KB und ist in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Skript erweitert die Finanzen mit Subventionen für mehr Realismus. Subvention. Die Subvention wird jeden Tag je nach Wirtschaftsschwierigkeitsgrad und Ackerfläche um 16 Uhr auf das Konto überwiesen. Mit saisonalem Pflanzenwuchs erfolgt dies am ersten Tag im Januar einmalig pro Jahr. Für die Berechnung der Subvention wurde Durchschnittswerte für Deutschland aus der EU-Agrarpolitik herausgezogen. Diese Werte können nach Bedarf nach einmaligem Abspeichern in der XML Extended Finances im jeweiligen SafeGam-Ordner geändert werden. Die nächste neue Mod heißt Natürliches Wasser, Flüsse und Teiche Pack. Dieses kommt von L Moonlight MA, Downloadgröße 2,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem gibt es verschiedene Wasserplanen in verschiedenen Größen. Es wird empfohlen, erstmal die Landschaft zu verändern, sodass es reinpasst. Und ich werde kurz den Beschreibungstext einblenden. Bitte stoppt das Video, um die Anweisungen und die Tipps, wie das zu gebrauchen ist, zu lesen, und zwar im Detail. Die nächste neue Mod heißt Altes Holzhaus, kommt von QWERTY.pl, Downloadgröße 5,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Ist dieses Haus hier zum Platzieren 15.000 Euro und Unterhalt pro Tag 10 Euro.
ist dieses Haus hier. Kann man nicht betreten. Ist einfach ein klassisches Farmhaus. Die nächste neue Mod heißt Maschinenhalle. Kommt von Eddie und Müwe. Downloadgröße 8,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 125.000 Euro. Unterhalt pro Tag 26 Euro. Die Halle ist ganz schlicht und einfach. Von der Textur ist es in Ordnung. Es gibt zwei Lampen drin. Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich das Licht anmache. Ich habe auch keinen Lichtschalter gefunden oder keinen Lichttrigger. Ja, das ist diese Halle hier. Wir kommen zum Futterhändler. Dieser kommt von Disturbed Simulations. Downloadgröße 1,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Gibt es diesen hier. Das ist die Verkaufsstelle. Kostenpunkt zum Platzieren 5000 Euro. Dann gibt es noch einen zweiten und das ist zwar nur dieser Verkaufstrigger hier. Kostenpunkt zum Platzieren 100 Euro. Unterhalt pro Tag habe ich hier nicht gefunden. Auf jeden Fall, ja, ein Verkaufspunkt. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod und zwar heißt diese Multifrucht und Flüssigkeiten Stilo. Dieser kommt von Rauli Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 1,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Kostenpunkt zum Platzieren 18.000 Euro. Unterhalt pro Tag 10 Euro und die Kapazität liegt bei 1 Million Liter. In diesem Silo kannst du alle Arten von Schuttgütern und Flüssigkeiten lagern. Ideal, um Platz auf dem Hof zu sparen. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs bis zum Ende gucken. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das Abo ab, willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Ich würde mal sagen, ich habe meinen Lieblingsmod gefunden für heute und zwar würde ich sagen, ist das der Synth-Track, obschon ich den erstmal noch ein bisschen kennenlernen muss, aber das verspricht etwas sehr Interessantes zu sein. Welches ist deine Mod, die dich interessiert, fasziniert von heute? Teile es mir mit in den Kommentaren. Ich wünsche einen schönen Abend, ich sage bis morgen, danke, tschüss und hasta luego.